Einen schönen guten Tag, liebe Krähen. Willkommen zurück bei Crow Country. Okay, let's go. Also, die Zelle wollten wir noch untersuchen. Das letzte Mal und das machen wir jetzt. Gucken wir mal, wer oder was da drin ist. Außer der Person, die wir gerade getroffen haben. Easy, Jay. Judy. Da wären wir. Genau hier ist der Vorfall passiert, durch den Crow Country geschlossen wurde. Siehst du? Hier wurde alles gründlich sauber gemacht. Was natürlich auch eine Art Beweis ist. Das heißt also, dass sie hier sauber gemacht haben? Beweis, dass hier irgendwas passiert ist. Irgendwas, was sie vertuschen wollen? Richtig. Wie geht das Sprichwort? Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wo Bleichmittel ist, ist auch Blut. Oh, das ist gut. Das Sprichwort werde ich mir angewöhnen. Es ist schon okay, du musst nicht hier bleiben. Du hast sicher viel zu tun. Stimmt. Du suchst Edward Crow, stimmt's? Weißt du, wo er ist? Ich will in sein Büro. Das ist, glaube ich, im Nordosten des Parks. Nordosten, da musst du anscheinend durch das Spukschloss. Okay, danke, Julie. Okay, mir hat sie nichts zu sagen. Munition nehmen wir natürlich mit. Das ist eine Platte. Ist nicht allzu gut versteckt. Ist nicht allzu gut versteckt. Da ist ein Knopf. Zellentür wurde entsperrt. So einfach war das. Oh. Okay, easy. Ein Gegengift. Sein Notizbuch. Tormans Aufzeichnung. 24. März 1988. Ich habe mit dem Boss den Lagerraum in einer Arrestzelle verwandelt. Pike ist davon ausgegangen. Pike ist davon nicht gerade begeistert. Er sagt, wir haben nicht das Recht, Leute festzuhalten, selbst wenn sie im Park ein Verbrechen begangen haben. Ich habe ihm gesagt, dass sie nicht für Verbrechen vorgesehen ist. Der Boss bringt den Gast hierher. Er sperrt ihn in die Zelle. Er will ein paar Tests durchführen. Es sagt, es beschleunigt die Sache erheblich, wenn er nicht jedes Mal runter ins Labor muss. Ich halte es für eine sehr schlechte Idee, den Gast an die Oberfläche zu bringen, vor allem solange der Park noch geöffnet ist. Ich behalte auch... Was? Und ich behalte auch umgehend recht. Ein Mädchen namens Elaine Marshall gelangt irgendwie in die Arrestzelle und begegnet dem Gast. Sie wird dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Boss sieht sich gezwungen, den Park zu schließen. Ich fürchte, das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Also hat hier wirklich alles angefangen. Aber sie entsperrt. Mach auf. Das ist ein Bett. Es riecht stark nach Bleichmittel. Okay. Sonst noch was? Zu dem Bett vielleicht? Ja. Was ist das? Großes Medikit, nice. Das Waschbecken können wir nicht untersuchen. Gut. Das ist doch schon mal was. So, den Crank haben wir voran. Der Crank ist wichtig. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den zu benutzen. Für was auch immer. Das ist ein Aufzug. Schwerer Fehler. Nichts passiert. Der Sound. Wo zum Henker bin ich gerade? Weiß man nicht. Hä? Goldbarren. Ja. Das ist eine Maschine. Oben liegen Steine in einem Trichter. Ich glaube, sie zerkleinert die Goldstäbe. Sie erinnert mich irgendwie an einen Mörser. Goldstäbe fallen auf das Fließband. Das Gold wurde in kleine Stücke zerbrochen. In allen Steinen sind kleine Goldstückchen.
Hey, es ist schön zu wissen, dass hier Gold gefördert wird und verarbeitet, aber deine Kanister Benzin momentan kann ich nicht mehr tragen. Achso, ist voll, okay. Ja. Aber ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Gut, wir haben gesehen, wie Gold gefördert wird. Sehr spannend. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, in dem Bereich soweit erstmal fertig. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt durch diese Tür hier. Nutzen diesen Shortcut. Und dann gucken wir mal, wo wir den Crank einsetzen können. Ach du Scheiße, was zum Henker bist du? Richtig. Hey, Euder. Okay, sterben. Tot. Er ist nur noch eine matschige Brühe. Er ist tot. Ich glaube euch... gebe ich auch mal den Rest. Wir brauchen hier nur einen Schuss, also... das geht ja dann. Ich weiß nämlich leider nicht mehr aus dem Kopf, wo ich den Crank nochmal einsetzen konnte. Deswegen werde ich nochmal Schritt für Schritt ein bisschen zurückgehen und schauen, wo ich da eine Auswuchtung für den Crank hatte. Was? Yeah. Da klingelt's wieder. Ja, ich komme ja schon. Hallo? Der erste Gast ist vor 2 Jahren aus dem Pool gestiegen. Ich glaube, das war Absicht, der Zeitpunkt meine ich. Vor 2 Jahren? 1988, das muss eine Art Kreuzung gewesen sein. Ein wichtiger Wendepunkt sozusagen. Spät genug, um die nötige Infrastruktur zu haben. Früh genug, um... naja, früh genug, um nicht zu spät zu sein. Strange. Plop. Okay. Ihr bleibt tot, dass sich die Munition lohnt. Ich verballer. Okay, the Crank. Wo konnte ich den Crank denn nochmal einsetzen? Crank it up. War hier schon was, wo ich den Crank einsetzen kann? Da drin. Der Hinterseite ist ein großer... Platz. Funktioniert nicht. Nee, der Crank funktioniert hier nicht. Was ist so ein Ding? Weg mit dir. Kann ich hier den Crank irgendwo einsetzen? Oh, wait a second. Ah, hier! Ja, der Crank. Rein damit. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Jetzt können wir in den anderen Parkbereich. Endlich. Das dauert vielleicht. Und die Arme dreht sich einfach um 360 Grad. Das ist physikalisch eigentlich auch nicht möglich. Die Arme müsste eigentlich kaputt sein. Weiter geht das nicht. Ah, wir nehmen den Crank wieder mit, okay. Ich wollte nämlich gerade schon fragen, brauchen wir den Crank noch oder nicht? What? Aua! Bitte? Warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Das ist aber frech. Ah, Ocean Kingdom. Wir sind im Unterwasserkönigreich. Davon haben wir ja schon gelesen. So, was haben wir hier? Bananenschale. Danke auch. Für gar nichts. Stuff only. Lager nur für Mitarbeiter. Bewegt sich nicht. Ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Hm, blöd. Okay. Wieder so eine Bärenfalle. Die Dinger, ey. Mir richtig Albträume, wenn ich sie sehe, nachdem ich 2 Mal da reingetappt bin. Neptune's Place. Eine Tür. Wir haben leider geschlossen. Da ist die Tür zum Restaurant. Von der anderen Seite versperrt. Aber das... oh, hi, U-Boot. Hi, 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 habe ich mir aufgeschrieben. U-Boot, Schrotflinte. Ja, gehen wir gleich rein. Hier ist noch Schrotflinten-Munition. Bitte nimm sie mit. Yes. Munition hat anscheinend ein größeres Kapazitätslimit als Benzin. Auch voll.
Ah, hier ist die Karte. Halten Karte. Meeresbereich. Neues. So. Wieder Müll wühlen. Mann, ey, gib mir doch Munition. Was ist da los? Darf nicht drauf. Da ist Munition. Yes. 30 Schuss habe ich. Kontrollraum nur für Mitarbeiter. Sie ist versperrt. Da ist ein goldenes Schlüsselloch. Ich habe den Goldschlüssel nicht. Ich habe ja nicht mal den Silberschlüssel. Könnte bitte jemand die Bewässerungsanlage im Theater an die Hauptwasserversorgung anschließen? Derzeit ist sie nämlich an einen Wassertank angeschlossen, aber der ist nicht luftdicht und wird daher im Laufe der Zeit austrocknen. Ach so. Seven Seas. Da ist ein Gasabzug. Aus dem Boden. Aus einem Abzug im Boden steigt Rauch auf. Es riecht übel. Ich will nicht näher rangehen. Okay, sonst kriege ich wahrscheinlich Gift. Gift will ich nicht. So, eine Granate. Nehme ich natürlich mit. Hier der Schatten, das heißt. Gruselig. Da ist ein U-Boot. Da ist eine Leiter. Runterklettern. Okay, wir sind im U-Boot. Das ist eine Sammlung von Mitarbeiterinfos. Okay, wir sind wieder im Raum, wo wir speichern können. Hallo Ed, wie geht's? Ich habe deine Lieferung bekommen. Das System läuft. Das Wichtigste, ich habe einen Großabnehmer für das Gold. Als er sich alles angeschaut hat, musste ich eine ziemliche Schau abziehen, aber ich glaube, ich bin damit durchgekommen. Ich habe eine Idee wegen der Steine, die du für das Erz benutzt. Meinst du, irgendjemand würde hier erkennen, dass es kein brasilianisches Erz ist? Würde jemand erkennen, dass es eigentlich aus Georgia stammt? Aus Georgia stammt? Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Marv. Es ist gar nicht aus Brasilien, es ist ein Fernsehgerät. Es ist nichts zu sehen. Munition. Das ist eine Plastikpistole. Ich glaube, sie funktioniert nicht. Ausprobieren. Nichts. Hm. Da ist eine Anleitung. Meeresregeln. Krake. Ei. Qualle. Delfin. So. Ja, ich habe mir das ja notiert, ne? Ei. Delfin was. Viermal Hai haben wir. Also Hai. Plus 6. Schreib mal plus 6 über das Wort Hai. 6. 6, 12, 18, 24. So, Delfin minus 3. Gleich 21. Vielleicht dann mal kurz nach. 6, 12, 18, 24. Genau. 24 minus 3. Google Fish, was? Mit 2 multiplizieren? Schildkröte auf 0 zurücksetzen. Drücke den roten Knopf, um die Punktzahl zurückzusetzen. Ah, okay. Und die Schrotflinte kriege ich, wenn ich es schaffe, das Rätsel zu lösen. Das ist ein großes Medikit. Nimm's mit. So, hier ist noch was. Das ist eine Sammlung von Videospiel-Tipps. Okay, kenne ich schon. Medikit passt nicht. Okay, könnte ich nicht gebrauchen, leider. Gut, dann speichere ich gerade mal. Gut. Wo ist der Hai? Die sich ja manchmal so überlappen, das ist gar nicht so easy. Einmal habe ich ihn getroffen. 6, 12, 18. So, der Delfin ist da hinten. Das war's. 21 steht auch übrigens auch über dem Kasten, also
Es sind etliche Meeresschätze drin. Und eine Schrotflinte sieht aus, als wäre sie echt. Kaliber 12 Schrotflinte. Ah, ich krieg sogar ein Achievement dafür. Ich habe die Schrotflinte bereits genommen. Okay. Erstmal nachladen. Okay, dann kann ich die Waffe schnell wechseln. Ich habe keinen Laserpointer für die Schrotflinte, leider, aber passt schon. Das sind Informationen über Delfine. Anhören. Große Tümmler wiegen im Schnitt 660 Pfund. Sie erreichen eine Länge von 13 Fuß bzw. 4 Metern. Sie können mehr als 40 Jahre alt werden. Und sie können bis zu 20 Fuß hoch springen. Okay. Gut. Ist noch was dran? Was ist das? Ah, Munition. Nice. Gut. Dann sind wir hier unten im U-Boot fertig. Dann gehen wir hoch und gucken uns noch weiter um. What the hell? Echt? Du bist groß und du bist... Was? Hat er einen Goldbarren in der Hand? Guck dir den mal an, ey. Komm, ab in die Bärenfalle mit dir. Komm. Wie, die reagiert nicht? Kann ich die anschießen? Voll. Das hat's ja vorgebracht. Ich habe gedacht, der geht in die Bärenfalle und stirbt, aber nein. Okay, jetzt habe ich die Schrotflinte. Das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Aber was jetzt? Hier kann ich nirgends hin, irgendwie. Guck mal, was da ist. Gegengift kann ich nicht mehr tragen. Sunken Treasure. Versunkene Schätze. Benzin, ey. Was will ich mit so viel Benzin? Ich finde in diesem Spiel mehr Benzin und Heiltränke als alles weitere. Wie ich gesehen habe, ist die Säureflasche im Meerjungfrau-Käfig fast leer. Wenn sie mit den Säure... Tank wieder auffüllen, aber die hat Crow offenbar auf die unterirdische Ebene bringen lassen. Ich habe keine Ahnung, wozu er sie benutzt. Danach habe ich ihn nicht gefragt. Okay, was haben wir hier? Lock, lock. Nichts. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein und checken ab, was hier ist. Super, Dank. Spielautomat. Strom ist nicht eingeschaltet. Hm. Medikit. Granate. Sehr gut. Manche Kinder haben sich beschwert, dass ihre Highscores nicht gespeichert würden. Vermutlich setzt die Maschine ihre Punktzahl bei jeder Abschaltung zurück. Was so vorgesehen ist, weiß ich nicht, aber ich werde das nicht reparieren. So haben die Kinder immerhin einen Grund, wiederzukommen. Das ist ein Punkt. Das ist ein Greif im Automat. Wieder eine Flasche Gegengift, aber ich habe ja keine... Alter, steht da so ein Typ rum? Ich habe ihn nicht gesehen. Da ist ein Airhockey-Tisch. Hey. Munition. Ich kann gegen mich selber spielen. Sehr spannend. Da ist ein Basketballspiel. Der Ball ist hinter der Sperre. Okay. Gut, gut, gut. Weiteres Spielautomat. Da-da-dam. Silberne Schlüsselloch. Ah. Da brauche ich einen Silberschlüssel und anscheinend
irgendwie auch den Crank oder ich glaube, es ist nur ein Schlüsselloch. Sorry, out of order. Tut es leid, der Zettel kaputt. Moment, ist dahinter ein zweiter Zettel? Ah, was? Lege die Spielhalle Punktzahlen. Was? Lege die Spielhalle Punktzahlen fest. Die Delfin-Punktzahl sollte das Doppelte der Meerjungfrau-Punktzahl betragen. Boot-Punktzahl sollte das Doppelte der Delfin-Punktzahl betragen. Die Hai-Punktzahl sollte das Doppelte der Boot-Punktzahl betragen. Was? Ist das eine Art Gleichung? Nein, nicht. Das ist eine Zeitung. The Atlanta Globe, August 1988, Crow Country, überraschend geschlossen. Obwohl die Besucherzahlen des örtlichen Freizeitparks Crow Country zuletzt gesunken waren, war eine drohende Schließung dennoch kaum abzusehen. Gestern wurden zahlreiche wütende Besucher jedoch abgewiesen, als sie die Tore des Parks verschlossen vorfanden. Nun wird viel spekuliert, was die Hintergründe dieser plötzlichen Entscheidung sind. Vielleicht hängt sie mit dem Elaine Marshall-Vorfall zusammen, über den wir vor 2 Wochen berichteten. Besitzer Edward Crow äußerte sich so: Es hat nichts mit dem Marshall-Vorfall zu tun. Wir schließen den Park lediglich für Renovierungsmaßnahmen. Aber warum konnten die Besucher die Eintrittskarten für diese Woche buchen? Was ist da los, Mr. Crow? Ja, was ist los? Erzähl. Komischer Typ. Kannst du mir bitte nicht ins Gesicht leuchten? Hab ohnehin schon schlimme Kopfschmerzen. Wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen. Ich bin Mara. Agent Mara Forrest. Oh, das klingt wie eine weibliche Version meines Namens. Wie heißt du denn? Mark? Marv. Natürlich. Marvin Trumbull. Warum bist du hier? Bist du ja angestellt? Nein, ich arbeite mit Ed zusammen. Wir sind Geschäftspartner. Edward Crow? Ja, weißt du, wo er ist? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ach Mist, er hat das wirklich getan. Was? Getan? Was? Hey, wie alt bist du? Alt genug. Dicke Waffe übrigens. Ist das eine Browning? Eine Colt? Ja, klar. Marvin, welche Art von Arbeit machst du für Crow? Normalerweise arbeite ich in Übersee. Ich bin nur für kurzen Besuch wieder hier. Aber von Crow fehlt dir die Spur. Super Timing. Ich bin sicher, er steckt hier irgendwo. Wollte den nordwestlichen Aufzug nehmen, aber Tallman läuft da die ganze Zeit rum. Tallman? Ja, weißt du, Eds Typ für die Wurzelausgrabung. Wurzel? Was? Vielleicht versuche ich es mit dem südwestlichen Aufzug, das könnte hinhauen. Moment, die Aufzüge sind kaputt. Sind doch kaputt, oder? Ha. Kommt ganz drauf an. Worauf? Ich glaube, ich sollte los. Man sieht sich. Der verheimlicht doch was. Fein. Richtig unkooperativer Mistkerl, statt dass er uns mal ein bisschen hilft. Wegen, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ich habe hier ein paar Infos, die könnten uns da weiterbringen. Dann wieder ein Telefon. Tja. Ja, ja. Hallo? Das Schlimmste ist, ich wollte das Gold eigentlich gar nicht. Das war mir ziemlich egal. Mein Vater wollte es. Er traf die Entscheidung, das Land zu kaufen. Als er Jahre später starb, hinterließ er mir Crow Country komplett. Da steht ja schon Crow. Also wir wissen auf jeden Fall, dass es Crow ist. Mir blieb nichts anderes übrig, als zurückzukehren. Ich musste fertigstellen, was er begonnen hatte. Moment, der Freizeitpark gehörte ursprünglich seinem Vater? Nein, Crow Country ist der Name des Grundstücks. Dieses Grundstücks. Das ist ein Riegel. Ich habe sie geöffnet. Ups. Oh, jetzt haben wir hier einen weiteren Shortcut. Super, ne? So,
So, da ist noch eine Mülltonne, die habe ich noch nicht untersucht. Wühl. Schon wieder ein Apfel-Restaurant. Da liegt noch Munition. Munition ist voll. Echt jetzt? Wieso, was kann ich mitnehmen? Da ist eine große Holzkiste. Da drin atmet etwas. Nichts ist passiert. Kommt nicht raus. Lounge. Die bewegt sich nicht. Ein Schlüsselloch gibt es auch nicht. Es ist ein Schild, aber es steht nichts drauf. Ich mag diese Tür nicht. Was? Oh, das Schild ist runtergefallen. Ich möchte betonen, dass ich mein Problem mit Gewalt gelöst habe. Hinter dem Schild ist ein silbernes Schlüsselloch. Gut, ich habe den Silberschlüssel nicht, deswegen bringt uns das jetzt nicht. Das ist ein Aufzug. Gehen wir mal ins Restaurant. Haben wir den schon durchwühlt? Achso, haben wir ja. Und wieder ein Anruf. Hallo? Natalie, meine Tochter. Sie ist hier, oder? Ja, sie sucht dich. Sie hat bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht. Ich dachte, ich hätte sie davon überzeugt, nicht. Hör zu, kannst du sie hierher bringen? Kannst du sie dazu bringen, zu gehen, sofort? Mr. Crow, sie wurde verletzt. Sie wurde angegriffen. Aha. Was für ein unemotionaler Bastard. Was ist da eine Statue? Gerüchte sind Freunde. Zu wissen. Okay, es wird. Handgranate. Sehr gut. So viel Munition nehme ich gerne mit. Okay, da ist eine Kiste in der Mitte. Das ist eine Schatzkiste. Es gibt kein Schlüsselloch. Irgendwas versperrt den Deckel. Essen ist halt schon verschimmelt und verdorben. Da ist eine Limonadenmaschine. Der Becher ist leer. Erdbeer? Limonenleckerchen? Ananas Abenteuer? Traubentraum. Traubentraum. Kombination mit Limonenleckerchen. Das war. Und das war. Oh, das war sogar richtig. Der Becher ist voll, aber ich möchte gar nichts trinken. Tun. Das ist eine Tafel. Mr. Crow bewahrt zusätzliche Schatzkarten in der Holzkommode in seiner Lounge auf. Der Code lautet 8891. Das ist super zu wissen. 8891. Holz. Zur Launch kommen wir als nächstes. Das heißt, da habe ich schon mal ein Win-Win gemacht. Mann, Medikate. Ich kann sie nicht mitnehmen. Hier liegt so viel Heilung rum und Munition mittlerweile. Boah. Ist der Code auch hierfür gedacht? Kann ich den nutzen? Ich streiche schon mal durch, was ich schon an Codes benutze, damit ich da nicht durcheinander komme. Der Code? 8891, so. Ne, das ist nicht. Was? Das ist eine Tür.
Reinspaziert, wir haben geöffnet. Sie führt nach draußen. Zersperrt. Aber dem Schild zufolge sollte sie doch offen sein. So, ich schaue auf die Rückseite des Schildes. Das war dumm von mir. Ja. Ihr schon gelesen was? Nee. Neptuns Palast Geburtstagsfeiern. Erstens, bitte deine Eltern Geschenke in der Schatzkiste zu platzieren. Zweitens, gib dem Kind während des Essens den Dreizack. Drittens, die Meeresmonster drehen sich zum Dreizack. Viertens, sobald sie sich zum Dreizack drehen, singen sie. Solange der Dreizack nicht so weit weg ist. Fünftens, wenn alle vier singen, öffnet sich die Schatzkiste. Sechstens, das Kind kann nun die Geschenke aus der Schatzkiste nehmen. Hinweis, die Seemonster bleiben oft hängen und drehen sich nicht ordnungsgemäß. Schubst sie einfach kurz an, dann sollten sie sich wieder bewegen. Kann ich... Ah, guck. Gegen die Scheibe klopfen. Das ist ein Glastank. Im Inneren ist eine Art Meeresmonster. Okay. Eine Mitarbeiterinfo. Ans Management. Kann der Grund für die Vordertür bitte geändert werden? Er lässt sich einfach erraten. Ist das die unveränderte Werkseinstellung oder was? Die Sicherheit ist in Gefahr. Der Code für die Vordertür? Er lässt sich zu einfach erraten. Unveränderte Werkseinstellung. Warte mal, Werkseinstellung? Ich hab's nur geraten. Das ist ja super. Das ist ja geil. No way. 1, 2, 3, 4 ist die Werkseinstellung. Oh, das ist so großartig. Ein vierstelliger Code. Was könnte die Werkseinstellung sein? 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, guten Tag. Ich gehe kurz raus und schon ist der Raum voll mit irgendwelchen Abnasen. Ja, natürlich. Ich wollte nur noch mal nach einem Dreizack sehen, aber ich... Ich glaube, ich verschiebe das auf die nächste Folge. Ich gehe jetzt nämlich hier raus und ins U wieder zurück. So. Ich werde nämlich nochmal speichern jetzt, das ist wichtig. Und ich werde in der nächsten Folge, beziehungsweise in Vorbereitung auf die nächste Folge, nochmal gucken, ob ich das Rätsel lösen kann. Wir hatten nämlich eine Info bekommen mit Hai und Delfin gleich, was weiß ich, Meerjungfrau zum Quadrat, irgendwas. Da wir gerade hier sind, können wir das dann auch so ein bisschen einsehen, was gibt. Hier steht ja die Anleitung, wie viele Punkte was gibt an Meeresgetüm. Dann können wir vielleicht das Rätsel lösen und bekommen dadurch auch irgendeinen Code raus oder sowas. Ja? Gut, das war es erstmal von mir und von Crow Country. Falls ihr noch mehr sehen wollt, schaut doch gerne nochmal in die Playlist rein, da findet ihr noch weitere Folgen. Und wenn ihr mögt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar oder auch ein Abo, falls ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten schaut gerne auch nochmal auf meinem Kanal vorbei, da findet ihr Spiele wie zum Beispiel Resident Evil, Silent Hill und so weiter. Alles mögliche im Bereich Survival Horror, zumindest... Großteil habe ich schon gezockt, auch das Dead Space Remake von letztem Jahr. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten sehen wir uns wieder bei Crow Country. Bis dann. Tschüss.